Das ist jetzt eine ganz normale Trommel, 6,5 Zoll tief, mit einem Spiralteppich. Die spricht eigentlich ganz gut an, vor allen Dingen, wenn man dann ein Crescendo macht. Dann spricht das ganz gut an. Wichtig für mich ist bei einer Snare Drum vor allen Dingen, wie die Saiten ansprechen in jedem Dynamikbereich. Das heißt, hier haben wir eine Snare Drum mit Spiralsaiten, Metallsaiten. Die über die ganze Dynamikbandbreite wunderbar anspricht. Wichtig bei einer Snare Drum ist auch die Beschaffenheit des Kessels. Hier haben wir jetzt einen Ahornholzkessel. Üblicherweise kann es auch Messing oder Kupfer oder auch Stahl sein oder eben auch andere Hölzer. Aber die grundlegende Unterscheidung ist eben Holz oder nicht Holz. Als letztes ist noch interessant eben die Spiralsaiten, beziehungsweise Nicht-Spiralsaiten, wenn es Darmsaiten sind. Die geben der Snare Drum wirklich den unverwechselbaren Klang im Vergleich zu anderen Trommeln und geben ja auch je nach Bestückung ganz anderen Charakter, ob sie jetzt sehr dominant heraussticht aus dem Orchester oder ob sie sich eher eingliedert. Eine Snare Drum hat ja einen ganz spezifischen Frequenzbereich und das Orchester liefert ja schon einen riesigen Frequenzbereich von den Kontrabässen bis zum Piccolo. Und die Snare Drum, die sucht sich dann gern ihr Niveau, wo sie entweder mitspielt oder so richtig heraussticht. Die ist jetzt zum Beispiel recht aggressiv.